Moin Moin aus der Cinema-Redaktion, mein Name ist Philipp Schulze und ich melde mich heute mit dem Kinotipp der Woche. Und das ist der Action-Thriller The Equalizer. Das Ganze basiert auf einer TV-Serie aus den 80ern und handelt von einem CIA-Agenten, einem ehemaligen CIA-Agenten, hier dargestellt von Denzel Washington, der es als Beschützer einer Prostituierten mit einem russischen Verbrechersyndikat zu tun bekommt. Okay, die Geschichte hat man schon tausendmal gehört, unter anderem in Filmen wie 96 Hours Taken, mit Liam Neeson, da ging es ja auch um so eine Ein-Mann-Armee, die es dann mit der ganzen Unterwelt zu tun bekommt. Allerdings, hier ist das ein bisschen anders, weil Anton Fuqua, der Regisseur, der hat auch da seinerzeit Training Day gemacht, der hat so dieses Western-Motiv des einsamen Helden in die nächtliche Großstadt verlagert und das hat er sehr, sehr gut gemacht und vor allen Dingen sehr, sehr hart gemacht. Also ich war positiv überrascht von dieser Serienverfilmung. Lohnt sich auf jeden Fall, vor allem weil Denzel Washington als Actionheld halt irgendwie immer geht. Apropos TV-Serien, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, haben wir im Handel gerade ein großes Sonderheft liegen, und zwar über die 100 besten TV-Serien. Große Fotostrecken, Interviews, viele Anekdoten und Hintergrundinfos rund um die 100 besten Serien aus unserer Sicht, aber ich hoffe auch aus Ihrer Sicht. Lohnt sich also wirklich, da ist natürlich neben Game of Thrones, ist da natürlich Breaking Bad drin, Mad Men, The Walking Dead, Homeland und. Also am Kiosk erhältlich. Ebenfalls im Handel erhältlich ist unser TV-Serienkalender, den sehen Sie hier. Neben unserem Filmplakatkalender mit 53 Motiven haben wir nun auch einen Serienkalender auf den Markt gebracht. Da haben Sie auch wirklich jede Menge Motive, jede Woche gibt es ein anderes. Ich zeige einfach mal so ein paar. Da haben Sie zum Beispiel Hunted, eine sehr, sehr gute Serie im Stil von The Bourne Identity. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Bates Motel, Game of Thrones ist hier auch wieder drin, The Big Bang Theory hier auf dem Cover und. Also wirklich ein Must-Have für jeden Serien-Junkie. Lohnt sich, sieht gut aus an der Wand und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß im Kino und natürlich auch bei den besten TV-Serien aller Zeiten. Viele Grüße aus der Cinema-Redaktion, Ihr Philipp Schulze.